Am Nachmittag des 30. Dezember kam es auf der Hückelsmaistraße Ecke Forstwaldstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Informationen der Polizei war die Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt ausgefallen. Im Kreuzungsbereich stießen noch aus ungeklärter Ursache ein Kombi und ein SUV zusammen. Während sich der Kombi, in dem sich eine fünfköpfige Familie befand, mehrfach drehte und schwer beschädigt auf der Straße zum Stehen kam, landete der SUV samt Fahrer im angrenzenden Feld. Aufgrund der unübersichtlichen Lage wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften zur Unfallstelle entsandt. Glücklicherweise wurden nur 3 der 6 Insassen leicht verletzt und mussten zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch die umfangreichen Sperrmaßnahmen während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.